Ein Bericht des Telepolis-Magazins untersucht, ob durch die Verringerung der Abhängigkeit von russischem Gas unsere Abhängigkeit nach einer anderen Schutzmacht überproportional stärker wird, was dies für Auswirkungen hat, und kommt zu dem Schluss, russisches Erdgas bleibt für Europa unverzichtbar. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute wieder über die Situation am Gasmarkt. Ich zeige Ihnen die Charts am Gasmarkt. Wir haben heute bei LNG ein neues Tief ausgebaut. Das ist recht wichtig für die Entwicklung, denn wir nähern uns hier in rapiden Schritten einem sehr großen mittelfristigen Trendwendebereich, von wo aus wir nach den letzten Wochen fallender Gaspreise, und zwar stark fallender Gaspreise, die wir auch so erwartet haben, wieder eine massive Aufwärtsbewegung sehen könnten, die die aktuellen Preise von den Jetztständen verdoppelt. Das wollen wir uns heute mal anschauen. Wir schauen uns die aktuelle Studie bzw. den Bericht von Telepolis an. Wenn Sie diesem Video selbst etwas zurückgeben möchten, damit es an möglichst viele Leute rausgetragen wird, lassen Sie einfach einen Daumen nach oben da, dann trägt es der YouTube-Algorithmus raus. Bevor wir starten, ganz kurz möchte ich mich noch bei der YouTube-Gemeinschaft ganz recht herzlich bedanken. Wir hatten am Wochenende ein Video gemacht, wo ich auf einen Menschen unserer Gemeinschaft, der Zivilcourage geleistet hat, eingegangen bin. Wir blenden das gerade mal ein. Können Sie sich gerne noch anschauen, wenn Sie sich da auch beteiligen möchten. Auf jeden Fall hat dieser Mensch Zivilcourage gezeigt, hat einem anderen Menschen womöglich das Leben gerettet und wurde dann selbst dadurch Opfer einer brutalen Gewalttat, ist dadurch zum Invaliden geworden und muss bis heute im Rollstuhl sitzen. Diesen Mann konnten wir über 8.000 Euro an der Gemeinschaft an Spendengeldern zukommen lassen. Wir werden das heute auch nochmal reinsenden, das GoFundMe von letzter Woche. Ich sage da ganz herzlich Danke, das ist wunderbar zu sehen, wie viele Menschen sich damit dran beteiligt haben, egal welcher Betrag, jeder hat etwas gegeben und hat einen Menschen, der in Not geraten ist, in unserer Community unterstützt. Da sage ich ganz herzlich Danke. Starten wir direkt los. Bericht von Telepolis. Energieversorgung, russisches Erdgas bleibt unverzichtbar. Schauen wir uns das Ganze an, dann gehen wir direkt auf die Charts und ich zeige Ihnen, wie die aktuelle Situation aussieht am LNG Liquefied Natural Gas Preis. Also, eine neue Studie untersucht die Entwicklungen beim Angebot und Nachfrage von Erdgas in Europa. Verzicht auf russisches Erdgas bedeutet den Tausch einer Abhängigkeit durch eine andere. Es gibt weitere Unsicherheiten. Das ist die Thematik, der sich diese Studie widmet, ob wir nicht von der Abhängigkeit eines Landes in eine noch größere Abhängigkeit eines anderen Landes reinrutschen, was verheerend wäre, wenn wir den Aussagen unseres eigenen Staates folgen, denn die sagen ja nicht nur per se, wir müssen weg von der russischen Abhängigkeit, sondern wir müssen weg von Abhängigkeit. Wir wollen also nicht sagen, hey, ich habe das Kokain besiegt, jetzt bin ich halt stattdessen nur noch heroinsüchtig und habe meine Sucht quasi verändert. Nein, wir wollen ja weg von der Abhängigkeit generell mal schauen, wie die aktuelle Situation da aussieht. Die Berichte über die wirtschaftliche Entwicklung in Europa sind erschreckend. Mit den westlichen Sanktionen gegen Russland ist eine Energiekrise über den Kontinent hereingebrochen, die zu einem Verlust der industriellen Basis führen kann. Telepolis hatte in der letzten Zeit viel über die Auswirkungen auf Deutschland geschrieben. Erste Unternehmen stoppten die Produktion von Kunstdünger ging zurück und in der Folge fehlen auch AdBlue und Kohlendioxid für Brauereien. AdBlue kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie einen Diesel fahren, da müssen Sie immer wieder AdBlue hinzufügen, wenn es das nicht mehr gibt, dann fallen diese Motoren ja sogar aus, also die laufen nicht mehr. Ähnliche Nachrichten sind auch aus anderen europäischen Ländern zu vernehmen. In Frankreich geht der Glashersteller Duralex in einen Energie-Lockdown. In Italien schloss mit Yara der einzige Produzent von Ammoniak und Harnstoff seine Fabrik. Keramikproduzenten und Textilhersteller schlagen Alarm. Auch Polen trifft es hart, wie das Handelsblatt am Donnerstag berichtete. Der Verband der europäischen Metallindustrie Eurometaux erklärte, dass bereits die Hälfte der Zink- und Aluminiumproduktion in Europa stillstehe. Über den Kontinent ziehe sich ein perfekter Sturm aus explodierenden Energiepreisen und zureichenden Energieressourcen. Ich meine, hier sollte es unzureichenden Energieressourcen bedeuten, gehe ich mal stark davon aus. Ja, lassen wir das mal unkommentiert und hier einfach den Bericht
die Statements dazu setzen. In einem Brief an Institutionen der Europäischen Union, aus dem das Handelsblatt zitiert, heißt es, Zitat, man rechne nicht damit, dass sich die Branche schnell erhole, auch im nächsten Jahr könnten weitere Werksschließungen folgen. Die EU-Länder streben angesichts des Krieges in der Ukraine danach, sich von Kohle, Erdöl und Gas aus Russland unabhängig zu machen. Was der Kontinent deshalb im Moment durchmacht, sind die Geburtswehen einer neuen Zeit, in der die fossilen Energieträger kaum noch eine Rolle spielen werden. Das ist, denke ich, die entscheidende Frage, über die viel gestritten wird und auch viele, ja, ich sag mal, wenn man ja einen Zentimeter abseits des Meinungsspektrums geht, ist man ja tief in der dunkelsten Verschwörungstheorie drin. Es gibt ja auch hier diese Theorien, dass es durch Deindustrialisierung eben nur gehen kann. Das heißt, wir fahren unsere Industrie so zurück, dass wir dann eben dadurch einen viel geringeren Verbrauch haben. So geht es dann halt auch. Von Russland nicht mehr abhängig, von den USA dagegen umso mehr. Für die Übergangszeit wird noch Erdgas benötigt und das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln, EWI, hat in einer aktuellen Studie untersucht, wie sich die Gasversorgung und Nachfrage bis 2030 verändern wird. Bis 2030. Dabei wurden 6 Szenarien durchgerechnet, bei denen die Parameter von Angebot und Nachfrage verändert wurden. Vor allem wurde untersucht, wie sich ein teilweise oder vollständiger Boykott von russischem Erdgas auswirken könnte. Kombiniert wurde das auch mit verschiedenen Gasbedarfen. Faktoren sind hier die Klimaziele, unter anderem der Rückgang der Nachfrage durch Elektrifizierung, gesteigerter Effizienz und durch Substitution mit Biomethan. Das vielleicht wichtigste Ergebnis dieser Studie: würden die EU-Länder auf den Import russischen Erdgases verzichten, würden sich die Abhängigkeit von einem Land gegen die eines anderen Landes eintauschen. Würde man komplett auf russisches Erdgas verzichten, dann würde knapp 90% diese Menge mit Importen aus den USA gedeckt werden müssen. Wenn ich hier einen Denkfehler habe, dann schreiben Sie es bitte jetzt in die Kommentare rein. Meines Wissens nach waren wir zu 52% in Deutschland von russischem Erdgas abhängig. Jetzt sagen wir offiziell, das offizielle Statement an die Menschen da draußen, die jetzt gerade die zehnfachen Preise zahlen müssen, sagen, unser Ziel ist es, komplett weg von Abhängigkeiten zu kommen, dass wir also nicht der Büttel, der Knecht eines anderen Landes sind. Und so wie ich das jetzt sehe, werden wir, korrigieren Sie mich hier, wenn ich das falsch sehe, noch mehr der Knecht der USA, als wir bereits der Knecht Russlands waren. Lesen wir mal weiter. Das liegt unter anderem daran, dass sich Importe via Pipeline aus Norwegen, Nordafrika und Aserbaidschan nur im begrenzten Umfang steigern lassen. Der Bedarf müsste dann durch Importe von Flüssigerdgas, LNG, gedeckt werden. Das ist exakt das, was wir auf täglicher Basis charten und was wir auch gleich anschauen werden. Denn das wird die für uns relevante Komponente in Europa werden. Das ist das, was ich seit Monaten sage. Die USA könnten LNG allerdings im großen Umfang zur Verfügung stellen und Russland als ehemals größten Gaslieferanten der EU ablösen. Sollte es keinen Gashandel zwischen Russland und der EU geben, könnten laut Studie je nach Szenario bis zu 136 Milliarden Kubikmeter US-amerikanischen LNG im Jahr, und das ist jetzt der springende Punkt, 2030 in die EU importiert werden. Jetzt haben wir es ja gerade Mitte Oktober 2029, sprich also spätestens nächstes Jahr. Wenn wir es dringend brauchen, kriegen wir dann die nötige Menge an. Entschuldigen Sie, wir haben Oktober 2022 und die 136 Milliarden Kubikmeter. Wir wollen uns ja jetzt vom russischen Gas trennen, kommen im Jahr 2030. Das sind nochmal wie viele Jahre? Interessant. Das ist übrigens vom Energiewirtschaftlichen Institut Köln, EWI, die Studie, die zu folgendem Ergebnis kommt. Wir können die Überbrückung im Jahr 2030 bekommen. Zeitnah werden die USA Russland demnach nicht als Hauptlieferanten von Erdgas ablösen können. Und es ist auch wenig wahrscheinlich, dass LNG-Importe günstig im Preis sein werden. Deshalb werden die EU-Länder dauerhaft mit hohen Gaspreisen rechnen müssen, wenn auf russische Importe ganz verzichtet wird. Aufbau notwendiger Kapazitäten in den USA unsicher.
das ist ein weiterer Punkt. Das EWI, also das Kölner EWI, hebt auch hervor, alles hängt davon ab, ob in den USA ausreichend Kapazitäten aufgebaut werden, um Erdgas zu verflüssigen. Der Bau von Verflüssigungskapazitäten ist aufwendig und teuer. Investoren warten daher üblicherweise auf längerfristige Zusicherungen. Jetzt wollen wir ja gleichzeitig nicht nur weg vom russischen Gas, sondern sogar weg von fossilen Brennstoffen generell. Wir wollen also in einer Industrienation Deutschland nur noch wenig fossile Brennstoffe nutzen, die wir brauchen, um weiterhin eine Industrienation zu bleiben. Doch die EU-Länder werden von dem Hintergrund der Klimaziele kaum diese Zusicherung geben können, da die Erdgasnachfrage in Europa mittel- bis langfristig abnehmen sollte. Heißt es beim EWI, bestünden jedoch erhebliche Unsicherheiten, ob diese Investitionen tatsächlich realisiert würden. Sprich, um die Gasversorgung aus den USA überhaupt umzusetzen, müssten dort massiv Terminals aufgebaut werden. Das wiederum bräuchte Zusicherung aus Europa, also langfristige Lieferverträge, damit die amerikanischen Investoren sagen, okay, alles klar, wir haben es schriftlich, hier wird so und so viel Geld, hier wird so und so viel Gasmenge in Zukunft abgenommen, wir bauen das Ganze jetzt auf. Da wir ja aber vom Volke erwählte Parteien haben, die wiederum sagen, in ein paar Jahren ist quasi das Lastenfahrzeug Fortbewegungsmittel Nummer 1, haben wir die Situation, dass die Amerikaner diese Summen wahrscheinlich gar nicht investieren werden, weil sie von den Europäern die Zusicherungen dadurch gar nicht bekommen, weil die davon ausgehen, dass wir uns in ein paar Jahren von fossilen Brennstoffen fast gänzlich gelöst haben. Eine sehr, sehr interessante und äußerst verzwickte Situation. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Das Ergebnis der Studie lässt sich auch so interpretieren. Ohne russisches Erdgas lässt sich die Versorgungslücke in Europa nicht kurz- oder mittelfristig schließen. Es sei denn, man provoziert, dass der Gasbedarf durch eine Deindustrialisierung Europas deutlich absinkt. Ich lese das nochmal vor, denn genau so steht es hier geschrieben. Es sei denn, man provoziert, dass der Gasbedarf durch eine Deindustrialisierung Europas deutlich absinkt. Bericht von Bernd Müller. Schauen wir uns jetzt einfach mal die Charts an direkt. Lassen diese Aussagen so stehen, denn so sind sie getroffen worden, sind nicht meine Aussagen. So, was wir uns jetzt hier anschauen, was ich Ihnen jetzt hier zeige, ist der aktuelle Natural Gas Future Preis. Dabei beziehen wir uns auf LNG. Das wäre das Gas, welches immer mehr von amerikanischer Seite gebraucht wird. Das wird von uns gehandelt, als auch gechartet über den aktuellen Future. Wir setzen das Ganze, den Handel mit CFDs um, gehe ich nachher kurz noch drauf ein. Grundsätzlich, was Sie hier sehen, sind die Trendwendebereiche, die wir einzeichnen. Wir charten und analysieren das Ganze auf technischer Basis. Wir nutzen dabei die Elliott-Wellen-Methodik. Diese funktioniert nicht auf alle Märkte exakt gleich, das muss man auch so sagen. Absolut erstaunlich für mich ist, dass es auf den Gasmarkt dieses Jahr von allen 138 Märkten, die wir charten, am allerbesten funktioniert. Das heißt, wir sind mit der höchsten Quote von über 80% in der Lage, die Trendwendebereiche, das sind die in den verschiedenen Farben, für die verschiedenen Zählungen, in über 80% der Fälle zu treffen. Ich sage das ganz ehrlich, hätte ich so nicht gedacht, weil wir ja immer davon ausgehen, dass die politischsten Märkte, die am meisten von makroökonomischen Daten abhängig sind, am schwersten zu analysieren werden. Sprich, eine Nachricht kommt raus, massive Übertreibung, die nächste Nachricht kommt raus und dadurch müsste es für uns als technische Analysten sehr schwierig sein, solche Märkte zu analysieren. Faktisch ist es, und das, wer das hier seit Monaten mitverfolgt, wir sind in der Lage, circa 8 von 10 Trendwendebereichen zu treffen. Es kommt mal hier beispielsweise zu einer Übertreibung. Das hatten wir hier Ende Juli 2022, ein Spike hoch, die Trendwende kam trotzdem. Wir hatten mal die Möglichkeit, dass wir mal einen Bereich nicht gänzlich erreicht hatten. Hier kamen wir rein,
Hier war es ganz kurz angetippt, aber grundsätzlich gesehen, hier haben wir ganz, ganz leicht eine Spitze außen rausgebaut. Aber grundsätzlich ist es extrem gut gelungen. Wir hatten hier jetzt dem letzten, und da kommen wir jetzt drauf aus, wir haben jetzt gerade, während ich dieses Video aufnehme, ein neues mittelfristiges Tief ausgebaut. Das heißt, seit unserem letzten Trendwendebereich, den man für einen Short hier nutzen konnte, das heißt, der Markt kommt rein, wir sagen, wir berechnen auf Basis unserer Fibonacci-Berechnungen, dreht er hier, das hat er auch gemacht, kurzer Impuls noch nach oben, ganz scharf gedreht und seitdem bricht dieses Ding runter. Ja, also ganz klar, ich kritisiere ja auch unsere Analyse immer wieder, wenn wir in anderen Märkten falsch liegen. Wir lagen dieses Jahr auch zahlreich schon in anderen Märkten falsch. Bei Erdgas, dem politischsten Markt, den es auf diesem Planeten überhaupt gibt, ist der beste Markt, den wir einfach haben in der Analyse, muss ich faktisch so sagen. Seit der Unterkante hier, ja, ich rechne nur von der untersten Kante, wo man den Einstieg vornehmen kann, haben wir jetzt gerade einen reinen Kursgewinn durch den Short von über 28%. Wir gehen davon aus, dass der Markt zumindest einmal den Fünfteiler, Sie sehen hier die V, das V in Klammern, den Fünfteiler abschließt, dann werden wir ganz knapp 35% im Gewinn. Da würde ich spätestens hier die angelaufenen Gewinne, die man hier gemacht hat, die jetzt massiv sind, wieder verkaufen. Ganz, ganz wichtig. Wir werden das in Zukunft präzisieren. Wir gehen davon aus, dass der Markt hier nochmal hochkommt. Es kann aber sein, dass er hier bereits am 161,8er bei 5,50 Dollar sein Tief gefunden hat und bereits hier anfängt, die große Trendwende zu vollziehen. Das ist jetzt wichtig. Das werden wir in den nächsten Tagen, wir haben ja eine tägliche Analyse zu Netgas. Ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn ich überhaupt einen Markt von uns empfehlen kann und Sie sind interessiert daran, das zu handeln, nutzen Sie unser Netgas-Abo auf täglicher Basis unter www.hkcmanagement.de. Wenn Sie hier reinkommen, könnte es sein, dass wir hier schon sagen, okay, alles klar, die Trendwende und eine Long einzugehen auf Spekulation, dass der Markt eben nicht mehr runterkommt und hier nochmal die 3, 4, 5. Sie sehen nämlich, dieser Trendwendebereich hat zwei Farben. Es gibt die blaue Zählung, deshalb hier, und dann ist unten drunter noch die lilane Zählung, weil das nochmal für einen Wellengrad höher ist. Und das wäre die 4,5 runter und dann könnten wir hier sogar noch Bereiche zwischen 4,80 und 4,40 erreichen. Jedoch wissen wir das nicht sicher. Und beim Positionsaufbau ist es eben ganz wichtig, sich taktisch richtig aufzustellen, dass wenn es bereits hier die Trendwende sein könnte, dass man dann die Bewegung nach oben wieder mitnimmt. Warum ist das so relevant? Das zeige ich Ihnen jetzt auf dem langfristigen Chart. Nachdem wir jetzt nun diese scharfe, man muss es ja zeitlich sehen, wir sprechen hier von August, vom 23. August, an dem wir hier das Hoch ausgebaut haben, das ist ja gar nichts von der Zeitebene und dieses Ding läuft einfach und läuft hypervolatil die weiteren Ziele nacheinander an. Man kann echt sagen, es läuft wie auf Schienen. So, was passiert aber, wenn wir hier unten ankommen? Und das schauen wir uns jetzt auf den langfristigen Chart an. Das ist der NG Netgas 2 hier gerade auf dem Daily. Wir gehen ja, und auch dieser Chart ist jetzt, können Sie Monate zurückgehen. Gehen Sie bitte, wenn Sie auf irgendein Video von mir gehen oder unsere Analyse erhalten, Monate zurück und schauen sich das an. Wir hatten diese ABC-Korrektur seit Monaten drauf. Wir haben hier die A damals aufgebaut bei 5,20, kam nochmal hoch. Zweites Top hier ausgebaut bei 10 Dollar ungefähr, etwas über 10 Dollar und kommen jetzt runter. Wichtig ist halt nur, wenn diese Korrektur abgeschlossen ist, hier ist der erste mögliche Bereich, um sie abzuschließen, also hier beim alten Tief. Oder eben noch eine Kaskade weiter runter, die 44, Entschuldigung, nicht die 44, die 4,40 Dollar meine ich natürlich. Das ist dieser Bereich hier unten, hier unter 204,40,55. Das wäre auch dieser Bereich hier unten, Entschuldigung, hier dieser Bereich unten. Wenn wir den anlaufen, erwarten wir eine langfristige große Trendwende und von dort wieder sehr starke Anstiege. Und wenn wir uns das prozentual mal anschauen, nur zum alten Hoch wieder, ja, wir rechnen mal nur das alte Hoch, sprechen wir hier bereits von einem Anstieg von 123%. Bedeutet, das LNG-Gas, das wir in Zukunft von den Amerikanern beziehen, was ja so schon massive Aufschläge auf die Tankerschiffe hervorruft. Wir reden ja von Tankerschiffen, die eine Tankladung von ca. 45 Millionen Dollar transportieren. Sie transportieren 45 Millionen Dollar Ware, kosten aber obendrauf noch 200 Millionen Dollar für die Lieferung. Auch darüber hatten wir schon zwei Berichte gemacht, wo das ganz klar die Berechnung dargelegt wurde. So, das könnte dann sein, dass wir im Anschluss dessen hier Anstiege weit über 100% wiedersehen von den dann
aktuell günstigeren Preisen ist natürlich für den Endverbraucher fatal, darüber müssen wir gar nicht reden. Für uns ist es aber sehr interessant, denn wir könnten hier rein ohne Hebel eine Bewegung mitnehmen, die wir in mehreren Trading-Bereichen dann immer wieder aufstocken wollen, von deutlich über 100%. So, wie kann man das Ganze umsetzen? Zeige ich vielleicht noch in der letzten Minute für die Leute, die das noch nicht wissen. Wir setzen das um mit dem Handelsinstrument CFD. Ich sagte ja schon, wir nutzen hier den Natural Gas Future. Da gibt es zwei unterschiedliche Future-Kontrakte. Einmal Natural Gas November 22, Natural Gas Dezember 22. Viele Leute stellen sich die Frage, ja, welchen nutzen Sie eigentlich immer? Auf welcher Basis, welchen Kontraktes beziehen Sie sich in der täglichen Analyse? Sage ich Ihnen, das ist immer der aktuelle Kontrakt, also der aktuell näher liegende Kontrakt, in dem Falle November 22. Da ist man dann in der Lage, Eingangsauftrag ganz simpel, entweder long zu gehen, steigende Kurse, oder eben short zu gehen auf fallende Kurse. Warum nutzen wir diesen Broker? Da sind wir seit über 10 Jahren, weil wir dort keine Overnight- oder Haltegebühren auf sämtliche Future-Kurse zahlen müssen. Heißt, wir zahlen nur einmal den Spread und bleiben dann im Markt drin. Wenn Sie dazu Fragen haben, wir machen hier keine Werbung, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die info@hkcmanagement.de. Wir teilen es Ihnen gerne mit. Ich hoffe, das Ganze hat Ihnen heute Mehrwert gegeben. Fundamentale Lage, charttechnische Lage. Wir erwarten bald eine sehr, sehr starke Trendwende. Abwarten jetzt, es wird in den nächsten Tagen in der täglichen Analyse dann noch gezeigt werden, wo wir die nächsten Trendwendebereiche setzen werden. Ich hoffe, das hat Ihnen Mehrwert gegeben. Lassen Sie dem Video gerne einen Like da. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Woche. Machen Sie es gut. Danke.